Hi ihr Lieben, ich grüße euch hier aus dem Ralf-Christoph-Kaiser-Art-Studio in Ending. Ich habe gerade ein bisschen gemalt, und zwar Balkon bei Nacht. Auf dem Tisch brennt eine kleine Kerze, im Hintergrund noch zwei Straßenlaternen. Ein bisschen kreative Umsetzung davon. Man sieht jetzt hier auch noch das Originalbild da draußen. Die Kerze, die Stühle habe ich weggelassen jetzt in dem Fall. Vielleicht male ich die noch rein, mal gucken. Mir ging es vor allen Dingen um die Kerze und das bisschen Licht, was da noch scheint und sich so verbreitet. Ich habe selten Bilder mit Nacht gemalt. Da ist ja das Licht das Wesentliche. Und wie die Dunkelheit sich dann umgibt. Das hier mal ausprobiert. Heute, kurz vor Sonnenuntergang, ist dann auch dieses Bild entstanden. Hier ein Blick aus meinem Fenster in die Ferne, ein bisschen stilisiert dargestellt mit den Nachbarhäusern gegenüber von der Straße und ein paar Bäumen. Ja, was ich euch jetzt aber noch zeigen möchte, drehe ich jetzt mal in die Kamera. Möchte ich jetzt gerne noch zeigen, ich habe sehr geniale Fotos heute gemacht. Heute Abend nach Sonnenuntergang habe ich fotografiert auf dem Balkon und habe dabei auch ein sehr starkes Objektiv verwendet, eben so ein 500, weiß nicht, wie man das nennt. Immer so ein riesen Teleobjektiv habe ich halt verwendet, um die Fotos zu machen. Und die Ergebnisse sind richtig spannend geworden. Ich möchte euch kurz mal zeigen, weil ich habe sehr gestaunt, als ich diese Bilder dann hinterher am Computer angeguckt habe, nachdem ich sie fotografiert hatte. Ich war dann sehr überrascht über das Ergebnis. Währenddessen war ich schon richtig erfreut über das, was ich gesehen habe. Aber noch mehr überrascht war ich jetzt dann hinterher der Nachbearbeitung. Ich zeige euch jetzt mal ein paar der Shots. Dreh die Kamera dafür. Das war zum Beispiel ein Shot, den ich gemacht habe. Hier sieht man nach Sonnenuntergang noch ein leichtes Rot am Horizont. Und man sieht halt hier den Mond als Sichel und hier drüber die Venus, glaube ich. Der hellste Stern da am Abendhimmel ist ja meistens die Venus jetzt zur Zeit, soweit ich weiß. Und die stehen jetzt hier halt so mehr oder weniger in Konjunktion zueinander. In Richtung Westen geschaut. Die Sonne ist hier hinten untergegangen. Und ich finde, dieses Foto hat was, vor allen Dingen, weil man sieht hier noch das Dach eben vom Balkon oben. Und das ist eben so hell, weil ich eine Lampe angemacht habe, die das angestrahlt hat. Das heißt, hier oben sieht man die weißen Balken vom Balkon. Und hier unten sieht man die Häuser in der Dunkelheit, weil es ja schon Nacht gewesen ist, also in Schwarz. Also man hat sozusagen Black and White und den Nachthimmel kurz nach Sonnenuntergang. Ich finde, dieses Bild hat seinen Reiz. Und jetzt mal weiter. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Stimmung heute Abend, kurz nach Sonnenuntergang auf dem Balkon. Und ich habe dann noch weitere Fotos gemacht. Die zeige ich euch jetzt mal. Dafür spule ich mal ein bisschen vor. Ich habe dann dieses Teleobjektiv genommen und dann den Mond fotografiert eben. Und ich finde, es ist wirklich sensationell schön rausgekommen. Man sieht hier ganz zart den ganzen Mond und dann halt hell erleuchtet die Sichel. Also habe ich ein sehr starkes Teleobjektiv genommen, um das Foto zu schießen. Und ich habe dann verschiedene Einstellungen eben ausprobiert. Das fand ich das Sensationelle dabei. Also zum Beispiel hier jetzt ein bisschen leuchtkräftiger die Sichel. Allerdings sieht man jetzt hier den Mond noch nicht so richtig scharf, weil das ist zu
zu lange belichtet und dann der Mond bewegt sich ja auch ziemlich schnell. Das heißt, ich habe dann die Belichtungszeit runtergeschraubt. Jetzt gehen wir mal auf dieses Foto hier. Ja, das ist eigentlich auch recht schön geworden. Da sieht man dann noch mehr Kontrast einfach zwischen der Mondsichel und dem ganzen Mond, der ja nur ganz zart beleuchtet ist halt. Und jetzt interessant ist jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Handy sehen kann, hier hinten sieht man so Sterne. Seht ihr das? Hier diese Punkte, ich weiß nicht, geht es scharf? Mal gucken. Genau, jetzt sieht man es. Hier sieht man so Sterne, die da noch leuchten. Und das Interessante ist halt, der kommt hier wieder und hier wieder und hier wieder. Das heißt, das sind verschiedene Belichtungspunkte von einem und selben Stern, der hier durchgeflogen ist, während ich diese Mondsichel fotografiert habe. Das ist meine Vermutung, dass der halt hier langsamer geflogen ist, dann hier schnell, also hier ganz besonders schnell in der Mitte. Diese Entfernung hat er relativ von hier bis hier, hat der Stern relativ schnell zurückgelegt und dann hier langsamer und noch langsamer. Und so ist dieses Bild halt recht phänomenal, finde ich. Ich bin überrascht, was da alles zutage gekommen ist. Also man kann da jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber philosophieren, was ich hier eigentlich fotografiert habe. Aber ich zeige euch mal weitere Fotos. Ich gehe da mal auf dieses hier. Ich habe schon ein paar geliked. Hier sieht man jetzt noch heller die ganze Mondscheibe. Und die Sichel ist eben auch heller leuchtend. Interessanterweise sieht man hier so Ausfransungen. Das heißt so Krater hinter sichtbar. Oder ich weiß nicht, was das wirklich ist, ob das Krater sind oder Licht. Ich kann es mir nicht genau erklären, ehrlich gesagt, warum das hier so ausgefranst ist, diese Sichel. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier, interessanterweise bei der Belichtungszeit, sieht man wieder diesen Stern, der da durchfliegt. Allerdings sieht man jetzt bei der Belichtungszeit, dass der rot ist. Das ist also ganz komisch. Das heißt, mit einer anderen Belichtungszeit und einer anderen Empfindlichkeit, die ich eingestellt hatte, erscheint der Stern jetzt hier rot oder rosa. Das, was wir vorher auch schon gesehen haben, wie der hier durchfliegt. Hier ist er dann wieder weiß. Also seltsame Sache. Und hier oben sieht man auch noch was Interessantes. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist hier, also ich finde das fast schon okkult oder sehr astronomisch spannend. Ah, jetzt geht's wieder. Keine schlechte Verbindung mehr. Hier sieht man jetzt hier oben, dass da auch noch was Spannendes passiert ist. Da ist auch eine Verschiebung quasi von einem Stern. Also, und zwar aber auch versetzt. Also hier ist er. Hier ist er verschoben und hier nochmal. Das heißt, jetzt habe ich versucht, nachdem mir dieses Bild geglückt ist, die Belichtungszeit noch weiter zu verkürzen, damit diese Verschiebung hier von dem Licht zu einem Punkt wird. Das war eben mein Ziel. Ich wollte also dann noch ein schärferes Bild erzeugen von dieser Mondsichel und dem angescheinten Mond und habe dann weitere Aufnahmen gemacht. Gehe ich jetzt weiter mal nach runter. Das ist dann eine spätere Aufnahme hier. Allerdings ist es hier noch extremer geworden mit der Verschiebung. Hier oben sieht man das. Da habe ich jetzt erstmal in die falsche Richtung quasi geschraubt. Hier sieht man noch viel, viel mehr Verschiebung jetzt von den Sternen, die hier fliegen. Und interessanterweise aber hier wieder gleichzeitig nur dieser Punkt. Seht ihr? Das heißt, es sind nicht alle Sterne gleichzeitig verschoben, sondern das ist interessanterweise. Also das kann ich mir jetzt auch nicht so ganz genau erklären, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal weiter. Hier dann das nächste. Sieht man auch schön wieder den Mond mit der Sichel. Und richtig hell leuchtend. Jetzt kann man noch stärker auch die verschiedenen Schatten auf dem Mond erkennen mit den unterschiedlichen Gesteinsformen. Obwohl der ja jetzt als Sichel nur sichtbar ist. Ne? Also das finde ich das ist das Spannende halt bei diesem Foto jetzt. Das ist eigentlich, man sieht den ganzen Mond, aber halt nur ganz zart angeleuchtet und die Sichel halt ganz hell. Also phänomenal finde ich jetzt diese Aufnahme. Hier jetzt auch, hier oben, diese Verschiebung vom Licht, von diesem Stern. Ich weiß gar nicht, welcher Stern das ist, vielleicht.
Und hier nochmal, also auch versetzt und verschoben und hier drüben nochmal, asynchron, nochmal versetzt und verschoben. Das heißt, ich musste also jetzt noch stärker verkürzen, die Belichtungszeit, um das noch schärfer zu kriegen, auf den Punkt zu bringen. Und dann gehen wir mal auf das letzte Bild, was mir dann optimal gelungen ist, hier unten. Hier zum Beispiel. Hier sind jetzt diese Sterne, die sie vorher verschoben waren, reine Punkte. Hier drüben. Es sind also doch zwei, die hier zu sehen sind. So wie vorher. Und hier noch ein dritter. Und die sind jetzt bei der Belichtungszeit als reine Punkte. Aber interessanterweise sieht man jetzt hier so ein Farbspektrum, was sich da auffächert. Das heißt, wenn man näher rangeht, sieht man jetzt, dass die Farben, ich kann ja mal jetzt das Foto auch größer machen hier, Computer reinzoomen. Jetzt sieht man hier, dass der Stern zum Punkt geworden ist, aber halt wie sich das auffächert. Finde ich total spannend. Hier hat man jetzt quasi den Stern als Punkt. Aber eben schön spektral aufgefächert. Also mit rosa und blau, grün, bisschen weiß, gelb. Finde ich phänomenal jetzt hier sichtbar, dieses Spektrum. Und hier drüben den anderen, etwas schwächer, aber auch spektral aufgefächert. Und hier der dritte. Und jetzt gehen wir mal zurück auf in groß. Hier unten sieht man jetzt halt die Sichel sehr, sehr scharf. Das ist das schärfste Bild, was mir jetzt gelungen ist heute Abend. Eines der letzten Aufnahmen, was ich gemacht habe, heute auf dem Balkon nach Sonnenuntergang. Mit der Mondsichel, die deutlich sichtbar ist und dazu eben den vollen Mond noch ganz zart angeleuchtet. Aber so scharf, ich habe das ehrlich gesagt zuvor noch nie so gesehen, ehrlich gesagt. Weder auf einem Foto noch in echt. Deswegen bin ich jetzt sehr dankbar für diese schöne Aufnahme. Und man sieht jetzt hier eben ganz schön die verschiedenen Gesteinsformationen und auf dem Mond eben und die helleren, dunkleren Stellen. Und dann halt hier auch ganz schön zu sehen, diese Ausfransung. Ich kann mir die noch nicht so richtig erklären. Man sieht die hier ganz stark sogar. Wie diese Sichel hier ausfranst. Also, ob das Krater sind oder keine Ahnung. Kann man nur mutmaßen. Hier sieht man richtig diese Löcher, die da so reingefressen sind. Ja, krass. Und hier auch wie so Krater. Genau, ich bin jetzt sehr überrascht, weil im Grunde genommen ist das jetzt die beste Aufnahme, die ich heute gemacht habe. Und ich habe sehr gestaunt, wie ich die jetzt in groß noch hier betrachtet habe am Rechner eben. Bin sehr, sehr dankbar für diese Aufnahme und hab die jetzt auch schon bei Insta veröffentlicht. Hier sieht man noch eine Aufnahme, die mir davor geglückt ist. Wo halt hier sieht man jetzt noch, dadurch, dass ich länger belichtet habe, halt noch diese Verschiebung von dem Planet. Ja, also das heißt, der ist quasi, während ich belichtet habe, ist der hier gewandert. Er ist währenddessen sozusagen hier so schnell gewandert. Aber das Komische halt, was ich mir nicht erklären kann, dass bei dieser Belichtungszeit, das muss ich jetzt nochmal stellen als Frage, wie das möglich sein kann, wenn man hier den Mond als Sichel sieht und zart angeleuchtet als Ganzes und dann aber einzelne Sterne hier fix stehen. Hier seht ihr, die stehen ja fix hier. Die stehen fix. Also entweder sind die dann weiter weg und bewegen sich langsamer. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Und hier dann aber so ganz schnelle, die sich in so kurzer Zeit so schnell bewegen, dass sie dann so eine Spur hinterlassen.
Ja. Ich bin jetzt sehr dankbar für diese Aufnahmen. Hoffe, euch hat es gefallen, die hier mal nochmal näher zu betrachten. Hier auch nochmal eine, wo es ganz dunkel ist, nur einfach, dass ihr das auch mal seht. Da habe ich also ganz, ganz kurz belichtet. Da sieht man dann den vollen Mond nur so ganz dunkel. Dafür hier starken Kontrast und auch wieder diese Krater oder diese Ausfransungen einfach. Ich weiß nicht, was das wirklich ist. Und hier diese Sterne noch da an der Seite, die dann noch hier drumherum sichtbar sind. Genau. Ja, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Danke fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit und love you. Bis dann. Ciao, ciao, bye bye.